Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Welping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Galerie Pigman abgeschlossen, sag ich mal. Und jetzt können wir uns noch ein Geschenk von dem Pigman abholen. Geil, was? Und ja, ich laufe mal mit einer anderen Waffe hier rum. Ich habe den Fatman eingelagert. Kann jetzt stolze 48 Sachen noch tragen. Und habe dafür die Institutpistole mal mitgenommen und verbessert, welche ich Blue Laser genau getauft habe. Deswegen. Wow, hier sind noch Leute. Holen wir uns schnell das Geschenk ab. Pigmans Klinge. Ziel Bluten und Erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Okay. Okay. Da hätte ich mir doch ein paar sehr viel bessere Sachen vorgestellt, aber okay. Das ist ein Repetierpistole, okay. Da ist nichts. Mama. Na, was denkst du denn? Keine Ahnung. Messer, was soll ich denn mit dem Messer? Was? Oh Gott, das sind legendäre noch. Na, gucken wir uns mal Dankeschreiben an. Danke, Killer. Was? Jetzt hat gemacht. Ja, bestimmt platziert, nachdem wir ihn gerettet haben. Aber wie hat er das gemacht? Das Haus müssen wir übrigens hier noch ein bisschen erkunden. Ich bin direkt da lang gegangen, da müssen wir nach oben. Okay, stimmt. Okay. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Ah, noch eine Visitenkarte. Ja, was ich noch sagen wollte im letzten Part, der Typ geht waffenlos sicher, auf seine Gegner hast? Los. Was zum Teufel war und das? Hat es aber geschafft, so viele Raider auf einmal hier zu erledigen. Wie zum Teufel hat der hat gemacht. Der Pizza okay, er hat es geschafft, die alle zu töten. So gefühlt, er ist voll überstark, der Typ. Und dann kommt er auf einmal so waffenlos auf die zu. Jetzt ist er noch höher. Da hängt jemand. Der ist da. Was bedeutet Tarnklinge? Also, da war so eine Mod, die ist Tarnklinge. Du. Ist ja geil. Da war mein Fatman nicht dabei. Eine Wollmaske, ja, war gut. Bringt, glaube ich, nicht so viel Feuerangriffen standzuhalten. Geh mal weg. Ja, jetzt du wütend, dann mach du kaputt. Ich mein Blue Laser mal aus. Was hat den legendären hier? Bingo. Das Killer, das Flammenwerfer. Habe ich schon einen einzigartigen Flammenwerfer? Ich weiß auch gar nicht. Ja, die halt so. Also einen Flammenwerfer mit Effekt habe ich, glaube ich, noch nicht. Kochplatten, die brauche ich drin, Schrauben drin, ne? Nicht brauchen. Weil ich ein Mensch bin? Der scheint noch nicht merksam, dass ich ein Mensch bin, ja klar. Menschenschrott. Ist klar, dass ich ja brauche. Bin ja ein Mensch. So, ihr müsstet noch irgendwie so ein. Ich dachte, das wäre voll die Mini-Leiter. Ihr müsstet ja irgendwo noch, Vielleicht ist hier was. Schützenmensch. Okay. Weil ich jetzt muss ja irgendwie einen Weg geben, wie man da unten zum Keller hinkommt. Was? Okay. Gerade Raketenwerfer. Schon
Anscheinend jemand die Falle aktiviert. So schon Batterie. Ja, die wiegt zu viel, ich weiß. Schon wieder eine Mod dabei. Ja, meine ganzen Mods hier. Blei brauche ich nicht. Holz erst recht nicht. So, irgendwo muss ich jetzt hier wahrscheinlich, ne? Nein. Boah. Oh, da war ein Splittermine. Jetzt auf der anderen Seite was? Ich glaube nicht, ne? Ich will trotzdem noch mal gucken. Jetzt bin ich wieder hier unten. Aha. Drin, eine Gabel, Messer. Ja, interessiert mich nicht. Das bin ich wieder, ja, super. Ich will den ganzen Weg hier durchrennen. Ja, schön. Oh, da oben wird schon nichts gewesen sein. Also weiter. Weiter hier raus. Das sieht doch, oh, da ist nie. So. Hey, wieder was, was Strong nicht gefallen wird. Oha. Das wär's. Okay. Hat er bestimmt nicht gesehen, dass er einen Unterschied macht. Gut, ich muss ausrennen. Nochmal. Was? Nein. Wie bin ich ja letztes Mal ausgewichen? Ist der Ausgang hier? Ich krieg die Krise. Gott. Gut, weiter im Text mit irgendwelchen random Missionen. Weil, warum denn nicht? Hat man überhaupt noch? Sprich mit Billy. Wer ist Billy? War, glaube ich, auch irgendwo in der Nähe. In dem Gebiet, also. Billy, komm her. Und irgendwie tut Strong 38er Munition generieren, habe ich das Gefühl. Ich habe schon, als ich wieder hier nach Hause gegangen bin und meine Sachen eingelagert habe, hat der schon wieder so 38er Munition, weiß ich, gehabt. Oder 380, keine Ahnung, eins von beiden. Wo kriegen die mal her? Darf doch nicht wahr sein. So, jetzt bin ich wieder hier. Strong. Aufgepasst. Sollen Strong was kaputt hauen? Strong können für dich tragen. Nö, ist man nicht. Aufgepasst. Aufgepasst. Gutes Fleisch, nicht zu frisch. Okay. Oh, wo ist Rattenfleisch? Okay. So, wo ist das nächste Ding an? Na, ich weiß, kann ich schnell reisen. Irgendwo hier ist das. Sprich mit Bobby. Good Neighbor ist das beides, okay. Wollen wir schon wieder Feinde, ehrlich? Oh. Wo dieses Institut oder Institutgewehr tut irgendwie viel zu viel Platz vom Bildschirm einnehmen, habe ich das Gefühl. Die ganze rechte Seite kommt irgendwie blockiert vor. Oh, da oben ist die Constitution. Auch noch mal vorbeischauen. Ja, wahrscheinlich nicht mehr in diesem oder in den nächsten Part. Oh Gott. Ich wusste, das war hier.
Oh Gott, die sind natürlich wieder voll Corner Box. Okay, geil. Hi. Tod allen Gunnern. Was ist das? War ich da schon? Ich glaube, da war ich da schon drin, ne? Stinkende Wache zu sein, ne? Wenn ich vorbeikomme. Weil da gar kein Problem. Ich muss da irgendwie lachen, als ich irgendwie den Ladebildschirm letztens hier gelesen habe, wo ich die Aufnahme begonnen habe. Suchst du nach einer Herausforderung, dann spiel doch auf Überleben. Ja, sehr witzig. Da wirken Stimpaks viel langsamer. Ja, anscheinend scheinen Stimpaks sehr viel schneller zu wirken, wenn man sie auf einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad hier einsetzt. Ich würde gerne mal wissen, wie. Pack das Ding wieder weg. Brauchst du was zum Entspannen? Cleo. Ja. Ich will keine Lust, hier in Hong Kong umzudrehen. Ich will einfach nur meinen Müll loswerden. Zum Beispiel den Molotow-Cocktail. Oder den Raketenwerfer, welcher nur voll wenig wert ist, aus irgendeinem Grund. Hier hat er meine Sachen hier, die ich nicht anhabe. So. Das sind immer noch Sachen, ja, ne? Letztens konnte ich irgendwo eine eine Dingens kaufen, eine Mantis-Ausrüstung. Von irgend so einem Typen, der, glaube ich, nur selten den Bunker L auftaucht. So wie Gammel Carla, glaube ich, so ein herumstreifender Endleist hat. Mir ist aufgefallen, es gibt verdammt wenig Siedlungen, wo ich kaufen und verkaufen kann. Es gibt Diamond City, es gibt Bunker L, es gibt hier Good Neighbor. Da war es eigentlich. Was glaubst du denn so? Bist du denn? Ja, Vorkriegsgeld hier jetzt raus, ne? Warum lässt ihr halt einfach hier liegen? Hey, Salat. Ich will ja nicht angehen, aber ich bin ein Liebhaber und ein Kämpfer. Verstehst du? Vielleicht schaue ich nachher mal in der Höhle der Erinnerung vorbei. Ach, du bist Hancock, stimmt. Wie geht's meinem kleinen Speer? Hast du schon rausgefunden, was in der Galerie Pigman abgeht? Ja, ich habe dich jetzt nicht verstanden. War schrecklich, es war wunderschön. Sagen wir einfach, Pigmans Kunstwerke werden keinen allzu hohen Wiederverkaufswert haben, wenn die Leichen erstmal anfangen zu verwesen. Tja, es heißt doch, dass jede künstlerische Inspiration vergänglich ist, oder? Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Sache das Kränkste ist, was ich je gehört habe. Aber es steht zumindest ziemlich weit oben auf der Liste. Top 3. Würde ich sagen. Ich werde verbreiten lassen, dass die Leute sich von dort fernhalten sollen. Dich anzuheuern war echt ein Glücksgriff. Hier, viel Spaß mit dem Geld. Danke. Okay, da war aber nicht so eine vollblütige Mission. Was denn? Ist Gott nicht so wie ich viel bekommen. Dann sieh dir mal Covenant an. Hab gehört, dass es da echt so richtig schicki-micki sein soll. Ja. Covenant. Das ist nicht die erste Stadt, die wir hier begegnet sind nach Sanctuary. Ja. Was die Situation da angeht. Nicht schön. Kommt auch nicht oft raus, ne? Gut, dann muss ich noch hier mit Bobby reden, wer auch immer das nochmal ist. Schleppst du einiges? Sieht sehr bunt aus. Ist aber nur ein Gang. Oh, läuft hier irgendwo rum. Ja. Immer noch geil, das seit Skyrim. Immer noch alle, die man. Warum treffen wir uns in der Gasse? Alle Leute, an dem einen vom Bandenlauf. Alle Leute, an denen ich vorbeilaufe, quasi mich irgendwie an. Suchst du Arbeit? Ja, wer bist du? Ja, wann kann ich anfangen? Ha, da ist aber jemand eifrig. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Da ist noch mehr drin. Dann 100 direkt auf die Hand.
Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Ich erzähl dir, worum es geht. Große Graben. So, kein Plan, wo ich diese Dings nochmal gefunden habe. Fragen, der gefällt in letzter Zeit vieles. Aufgepasst. Komm, wir reden über unsere Gefühle. Hallo. Was du brauchst. Oder wenn ich, mit denen rede. Bobbys Wohnung, okay. Das große Graben. Was hat es damit auf sich? Was ist du mit dem großen Krabbeln? So, Kochplatten über euch. Verschrauben. Warum Mensch immer nehmen will mit, muss sein typisch für Menschen. Ja, ist es auch. Diese Zigarettenkiste zum Beispiel, oder Zigarrenkiste. Oh. Junge, du hast ein Loch in deiner Wohnung. Ich glaube nicht, dass das so sein muss. Oh. Okay. Was geht? Bereit, an die Arbeit zu gehen. So, Mann oder eine Frau? War ich schon. Sag mir einfach, was ich machen muss. Ist eigentlich ein ganz einfacher Job. Ich mag einfach. Du wirst ein bisschen graben. Nach was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen. Und nun mal im Ernst. Genug jetzt mit den Fragen. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Ja, meinetwegen. Sieht bestimmt in keinster Weise irgendwie bizarr oder so, ne? Und den, ich hab so das Gefühl, ich hab eine Ahnung, was die vorhaben. Wollt irgendwie einen Tunnel bauen, der irgendwie hier in Dingens reinführt, in Good Neighbor. Wollen wahrscheinlich irgendwie eine Raider-Truppe oder irgendwie Leute von sich von außen irgendwie da reinbringen, ne? So läuft das doch wahrscheinlich. Der Klapperstuhl. Hey, ich glaube, wir kommen endlich durch. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsver. Noch ein Bergarbeiter sein. Veranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meierlöts. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Viel Glück da unten. Neuer. Ich dachte, wir graben. Och Mann. Ich weiß noch nicht mal, wie ihr alle heißt. Wo sind Meierlöts? Ja, doch bestimmt anfällig gegen Feuer. Wie viele Dinge habe ich? Au! Oh. Oh Gott. Nein. Wo hab ich die? Was zur Hölle? Wo ist meine Dinge nochmal? Hier. Boah, gib mal auf den Weg. So, du machst nämlich irgendwie Kyro-Schaden. Ich dachte, ich würde dich einfrieren. Geht dir mal aus! Geht dir mal aus dem Weg! Ich komme ja nicht durch. Egal, so. Na, tschüss, Bobby. So ist das. Und das. Oh, jetzt habe ich die Schnauze voll. Hier. Boah. Siehst du? Warum bist du überhaupt hier hingekommen? Okay, schon mal meinen Zerstörer wieder ausrüsten. Ich wollte eigentlich schön buddeln jetzt.
cool. Ja, wird natürlich für nix. Mir hat das nicht gefallen. Nee, ich habe den Raketenwerfer ja gerade verkauft. So müsste ich ein bisschen Platz haben. Ich werde zurück zu Bobby. Vernichte die Meier oder ja, wo denn? Was zum, wo kommst du her? Ah. Bobby, was geht? Was ist in meinem Tunnel los? Hast du doch gesehen? Sieht so aus, als gäbe es heute Krabben zum Abendessen. Du würdest Meyerlock essen? Boah, nein, danke. Widerlich. Zäh, aber zugleich irgendwie schleimig. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Wer ist dieser Typ? Er ist genau der Richtige, um die Sache zu beschleunigen. Mag technische Spielereien, Geld und sonst eigentlich nichts. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Okay. Diamond City, kein Problem. Erstmal wieder den ganzen Weg hier rauslaufen. Bobby Nasenlos, okay. Sieht ein bisschen aus wie Han Solo, die Aufmachung von denen. Eine schwarze Weste, weißes T-Shirt. Jetzt, wo mir das so auffällt, ne? Gut, dann gehen wir nach Diamond City und gucken mal, was ich da machen muss. Sah jetzt irgendwie nicht so aus, als konnte man da irgendwo weitergraben. Von dem Layout des Gebiets. Oh, naja. Wahrscheinlich ein Gerücht, das ich aufgeschnappt habe, wo ich die Mission bekommen habe. So, dann nach Diamond City. Nudelladen, da war ich glaube ich noch nie. Ich habe eigentlich noch voll wenig mit einigen Leuten in Diamond City geredet. Normalerweise tun die Händler ja auch irgendwie so bestimmte Aufgaben und so geben. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Kann ja nie wissen. Ich verpasse ich etwas sehr Geiles oder eine Mission oder was weiß ich. Dun, 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 dun. Bam. Ja. Sieht sehr provisorisch aus, die Waffe. Ich habe gehört, es gab Probleme drüben in Vault 81. Irgendwas von wegen Hi. Da bist du ja. Ich hab mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Na, die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mitten drauf. Das ist unser Ziel. Von da aus willst du einen Tunnel bauen. Er hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst. So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will.
Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Ja, schon wieder sehr moralisch hier. Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich habe meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Alle meine Ideen sind gut. Wir brauchen den Typen. Glaub mir. Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Weiß nicht, ob ich das will. Aber ich kann auch irgendwie nicht jemandem Bescheid sagen, oder? Wie stinke ich? Ich kann die Mission aber auch nicht irgendwie abbrechen oder so. Ne? Ich kann jetzt nicht irgendwie zum Bürgermeister sagen, hey, da will jemand deinen Tresorraum plündern oder so. Will das ja unter Optional oder so laufen. So. Da muss ich hin. Ach, ich muss schon wieder da hoch. Muss ich direkt mit dieser einen Empfangsdame da reden oder was? Oder hier? Habe ich die Mission überhaupt an? Keine Ahnung. Ist da nicht wieder raus? Ja. Oh. Mel nützt uns nichts. Deine City-Sicherheit sind eingesperrt. Okay, mal gucken. Okay, Sicherheitsbro, dann komm mal her. Come at me, bro. Du hast mein Tresor von Diamond City ausplündern. Warum denn nicht? Eigentlich habe ich mit der Stadt ja nichts mehr zu tun. Aber trotzdem. Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein Sünd ist. Es sei denn, sie ist wirklich einer. Ist nicht schön, sowas. Mel hier. Kann ich dir helfen? Ich hörte, du wärst so eine Art Tech-Experte. Richtig gehört. Vielleicht ist Tech zu allgemein. Ich stehe auf Roboter. Nicht so, wie du denkst. Aber ich komme gut mit Maschinen klar. Warum? Okay. Brauchst du meine Hilfe? Ich werde dich da rausholen. Dann solltest du es aber nicht so rausschreien, dass jede Wache in Diamond City es hören kann. Schau dich da raus. Was ganz anderes. Es gibt da hinten eine alte, kaputte Protektron-Einheit. Ich sollte für die Wachen einen Blick drauf werfen, aber das war eine harte Nuss. Konnte nichts machen. Wo will er hinaus? Soll ich das für den machen, oder wie? Mel. Mel hier. Kann ich dir helfen? Kommst du oft hierher? Es heißt doch, dass man ganz besondere Personen da trifft, wo man es am wenigsten erwartet. Also, warum bist du hier? Du willst was von mir, richtig? Ich werde dich da rausholen. Dann solltest du was ganz anderes. Ich sollte für... Hab das okay. Interview mit dir gelesen. Das, was du da am Ende gesagt hast, dass man Hoffnung haben soll, sehe ich auch so. Okay, danke. Keine Sorge, hier in Diamond City bist du sicher vor den Zinsen. Hoffe ich. Wo ist hier... Wenn du dich aus der Stadt wagen willst, solltest du... Aber ich werde sowieso jetzt den Part beenden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und die Dusche, geil. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich sag dann Tschüss.